herzlich willkommen. Das ist sie, die 500. Ausgabe von Was gibt es Neues? Ich freue mich ganz riesig auf mein Rateteam, Michael Nervarani, Ulrike Feinpold, Thomas Stipschitz, Eva Marold und Viktor Gernot. Ich freue mich so, dass ihr da seid. Ich freue mich noch jetzt, da sind. Michael Nervarani hat nach langer Zeit auch wieder den Weg ins Studio gefunden. Ja, aber ich bin ein bisschen verkühlt. Ja, sehr verkühlt. Ja, wir haben dich mit der Rettung einliefern lassen hier im Studio. Schön, ich habe gestern einen Arzt rufen müssen. Ja. Das war das rechte Nasenloch. Ja, geht Scheiß. Es war wirklich schlimm, das rechte Nasenloch war fast ganz zu. Ich habe fast keine Stimme, was aber nichts macht. Wirklich, hört man gar nicht. Na, okay. Aber ich werde... Gerne. Gerne. Du kannst deine Antworten auch pantomimisch übermitteln. Ja. Heute gehen ganz viele Dankeschöns raus hier an Sie im Saal, an unsere Zuseherinnen und Zuseher. Weil den Erfolg dieser Sendung macht natürlich in erster Linie mein hervorragendes Rateteam und ihr seid heute stellvertretend. Für alle Kolleginnen und Kollegen seid ihr heute zufällig ausgewählt worden. Ihr habt diese Sendung 500 Folgen lang zu dem gemacht, was wir in der heimischen TV-Landschaft nun sein dürfen. Danke an dieser Stelle. Ja. Danke auch hier an das Saalpublikum, stellvertretend für Sie zu Hause, die Woche für Woche uns mit hervorragenden Einschaltquoten belohnen. Dankeschön, dass wir so sein dürfen, wie wir sind und Sie uns so annehmen. Und danke an Oliver Bayer. Ja, ist okay. Dankeschön. Danke, aber... Danke, danke, Oliver. Bitte. Danke. Aber weißt du, eins muss ich... Ich habe mich jetzt sehr gefreut. Also ich habe vorher mit dem ORF-Redakteur gesprochen, davon, warum bin denn ich dabei? Ich bin noch nicht von Anfang an mit im Rateteam. Ja. Und er hat gesagt, du vertrittst heute die Jungen. Ja. Wir haben wirklich, wenn man nur so quasi die Oldies Generation, nein, nicht Oldies, will ich dann nicht persönlich nehmen, aber du bist wirklich, wie alt bist du? 35, ich schaue älter aus, aber wirklich. Ja, vor allem das Gelb vom Anzug macht ja älter. Egal. Übrigens, mein Hustauswurf ist ungefähr so gelb. Pass auf, ich muss... Und kitzert. Natürlich, sehr festlicher Auswurf zu finden. Kitzert natürlich, sehr fester Auswurf. Man muss sich vorstellen, wir haben ja so tolle Quoten. Wir haben im Schnitt über 300.000 Zuseher. Das mal 500. Das heißt, wir haben alleine 80 Millionen Österreicherinnen und Österreicher gehabt, die unsere Sendung gesehen haben in den letzten 15 Jahren. Und wie jeder weiß, 80 Millionen ist ja die Bevölkerungszahl des Burgenlands. Ne? Finde ich toll. Toll. Bravo. Ist das großartig? Ich meine, wir sind noch nicht einmal bei der ersten Frage und sind schon spät dran. Ja. Nur ganz kurz, falls euch interessiert, wisst ihr, dass wir in diesen, das sind grobe Schätzungen, aber es kommt ungefähr hin, wir haben 200.000 Mails mit Fragevorschlägen bekommen in den letzten 15 Jahren. Bald eine halbe Million Fragen sind in unserem Postfach gelandet und über 3.000 davon habe ich in den letzten 15 Jahren gestellt. Es sind 15 Jahre, die nicht ganz spurlos an unserer Sendung vorübergegangen sind und vor allem, muss ich ehrlich sagen, auch nicht an uns. Glaubt ihr mir es nicht, bitte? Dann schauen wir uns das mal an. Oje. Guten Abend, herzlich willkommen. Was gibt es Neues? Ja, diese Frage wollen wir uns ab jetzt wöchentlich stellen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich glaube, es geht euch gut. Ihr seht alle blendend aus. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr den Weg ins Studio gefunden habt, dass wir uns zusammengefunden haben in trauter Runde. Ihr werdet es nicht glauben, Was gibt es Neues ist 50 Folgen alt geworden. 100. Sendung, Was gibt es Neues? Wer hätte das gedacht? Was ist, wenn wir wirklich mehr als 150 Sendungen schaffen? Was ist, wenn wir wirklich 150 Jahre schaffen? Wie schaut es dann aus? Ne?
ich schaue so aus wie hier. Das ist sie, die Jubiläumsausgabe von Was gibt es Neues? 250 Folgen. Ich gratuliere euch zur 300. Sendung. Zehn Jahre, Was gibt es Neues? 350. Ausgabe. 400 Folgen, Was gibt es Neues? Erstens. Unglaublich, oder? Ja. Und man muss Michael Njavarani natürlich recht geben. Er schaut immer noch so aus. Pass auf, wir haben uns was ganz was Besonderes überlegt. Wir machen heute hauptsächlich Fragen aus früheren Sendungen. Nein. Ja. Sag, von den 3000 weiß man auch, wie viele wir richtig beantwortet haben. Na, sind es mehr als 4? Ich weiß nicht, also, immer. Yes. Werden wir die Statistik nachher befragen. Sendung Nummer 50, das war im November 2005. Bitte schön, da ist das Gruppenfoto von nach der Sendung. Mhm. Na, Nia war dabei. Sigrid. Der Victor war dabei. Sigrid, wie das bin nicht ich, das ist die Sigrid Haus. Ja. Die Sigrid, oder? Ja, die Sigrid damals waren. Gut. Und da haben wir eine Frage gestellt bezüglich des Dankes anlässlich des Jubiläums der offiziellen Schutzpatronin des Fernsehens. Jetzt bin ich gespannt, ob ihr euch noch erinnert. Das war die heilige Clara von Assisi. Und sie wurde 1958 von Papst Pius XII. Zur Schutzheiligen des Fernsehens ernannt. Und ich wollte damals von euch wissen, und ich will es heute von euch wissen, warum? Also, Nia und Victor müssen... Weil die Kathi Zechner keine Zeit gehabt. Ja, das gab's auch noch. Was gibt es Neues? Best-of-DVD. Die habe ich alle zu Hause. Wow. Die habe ich alle daheim. Geht's oder soll ich dir, alter Mann, die Clara von Assisi? Die Clara von Assisi, ja. Clara. Das ist eine Verwandtschaft zum Franz. Der Franz war ja gut zu den Vögeln, ne? Genau. Und die Clara. Ja. Danke, Victor. Ich hab nichts gesagt. Die Wurfler lässt nach. Ja, ich mein, jetzt wäre ich heute. Ja. Wenn ich nicht mehr umtrifft. Ja. Und du bist sicher, dass du uns diese Frage schon einmal gestellt hast? Ja, du hast ja das Foto, das war ein Beweisfoto. Warst du dabei? Warst du dabei oder ist das verdammt, ja? Clara. Für November 2005. Ne? Ich kann so meine Entschuldigung sagen, die Clara hat sich schon lange nicht mehr bei mir und bei mir gemeldet. Ich rufe dir danke. Nein, mich hat sie auch nicht angerufen. Ist auch schwer, sie lebte in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Aber die Schutzpatrone des Fernsehens heißt ja, es schützt das Fernsehen, nicht die Fernsehzuschauer und Zuschauerinnen. Weil sonst hätte man sagen können... Die schützt nur das Abdrehen. Sonst hätte man sagen können, sie ist da, um die Strahlung abzuhalten. Aber sie ist ja die Schutzpatronin des Fernsehens. Des Inhalts. Ja. Des Inhalts oder des Apparates? Na, dass dem Fernsehen gut geht. Das ist so wie der... Bei der Clara ist es damals nicht besonders gut gegangen, wenn man sich so anschaut. Schaut nicht und ich glaube, sie hat ein bisschen geschärngelt da. Vielleicht war sie da deswegen die Patronin des bewegten Bildes. Ah ja, schau. Weil sie immer alles doppelt gesehen hat. Ja, ja. Das ist ein Papi-Hütchen. Ah! Bin mir nicht sicher. Bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht... Sollte sie dafür da sein, dass keine bösen Bilder gesendet werden? Mhm. Dass nur Schönes über den Fernseher flattert. Wir reden nicht darum. Versorgt. Wir reden aber nicht darüber, was die Aufgabe der Schutzpatronin ist. Und warum er das gemacht hat? Warum? Weil man ihn darum gebeten hat. Den Papst Pius. Ja. Gelöst. Es kam eine Delegation vom ORF. Ja. 1958. Ja, Hademar Bankhofer. Der hat sich auch gegeben. Jogi Kirschner, Teddy Podgorski, Hugo Portisch, Alfons Dallmer, Teddy Podgorski. Und ein kleines Kind war auch dabei, aus Kärnten, sollte später dann die Millionen schon moderieren. Sie jetzt aber haben sie schon mitgenommen. Ja? Also, der kleine Bub ins Fernsehen, das gibt's bei uns noch nicht. Man hat ihn nicht gebeten. Er ist selber auf die Idee gekommen. Er ist anscheinend, oder das war jetzt nicht, ob es irgendwie... Aber schon mal 1958. Ja. Hat es in Amerika schon sehr viel Fernsehen gegeben. Mhm. Bei uns? Mhm. Wenig. Wenig. Weil bist ja du erst... verkühlt? Bitte? Bist du verkühlt? Nein, ich bin einfach nur ein geiles Sau. Das wollte ich hören. Ja, gibt es sehr viel.
Aber was? Wir machen es ganz schnell. Ja, ja. Stell vielleicht mir alle Fragen jetzt, weil in 5 Minuten kann ich gar nichts mehr. Ja. Kann ich gar nichts mehr. Was saufst du denn also für einen Vortrag? Wirklich? So ging ich nämlich. Ja. Aber vielleicht also, haben die immer ein Störbild gehabt im Vatikan. Ein Störbild im Vatikan? Der wollte Fernsehen schauen im Vatikan, der Papst. Ja. Und die haben kein gescheites Bild. Da hat er dann gebetet. Ja. Wer kann denn die Antenne einstellen? Der Vatikan. Vatikan. Kaffeeschlangen. Kaffeeschlangen. Gut, okay. Herrlich. Okay, sehr gut. Nein, die Clara von Assisi hatte bestimmte Fähigkeiten. Nämlich hatte sie angeblich im 13. Jahrhundert. Im 13. Jahrhundert hatte sie Visionen. Sie konnte Scheiße in Gold verwandeln. Nein, sie besaß die Fähigkeit, Dinge zu sehen. Wenn du Visionen hast, siehst du Dinge, die ganz woanders stattfinden. Die sie reden konnte, von mir. Nein, sie konnte fernsehen. Und deshalb ist der Pius der XII. Auf die Idee gekommen, na Moment, wenn eine fernsehen kann, ist sie doch die ideale Schutzpatronin für das Fernsehen. Jetzt weiß ich es wieder. Ja. Ja. Die konnte fernsehen. Ja. 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 Na, aber da hätten statt der Pius, der ein Fernglas nehmen können. Also wäre weniger Aufwand gewesen. So quasi, das Fernglas ist das Schutzpatronin? Ja, weil du siehst ja auch fern. Mhm. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Es war Schass, aber es war eine Erklärung. Ja, aber genau deshalb laden wir ja auch die junge Generation. Wir wollen ja dem Jungen auch eine Chance geben. Ich hab's nicht verdient, das Gudi. Macht nichts, Mann, macht nichts. Wir wollen auch den Jungen eine Chance geben, das Publikum zu langweilen. Und man sieht, wie wir das auch was wir 500 Sendungen lange auch geschafft haben. Und ich glaube, es ist wieder Zeit für einen Blick zurück für die langweiligsten Momente, die wir speziell ausgesucht haben aus 500 Folgen. Was gibt es Neues? Und alle singen, was gibt es Neues? Wir singen, was gibt es Neues? So, ihr müsst jetzt beweisen, dass ihr erwachsene Menschen seid und dass ihr mit allen möglichen Fragen seriös... Ich würde gerade sagen, wenn du solche Leute willst, dann lädt er solche Leute ein. Das braucht man nicht. Was ist Marsch? Das hält dich um bis auf ewig. Wirkst du von außen auch schäbig? Und alle singen, was gibt es Neues? Wir singen, was gibt es Neues? Was gibt es Neues? Signore, was gibt es Neues? Ihr schaut gut aus, ihr schaut gut aus. Ich nehme bald, ich bin hellwach. Ja, ich wäre geil, zum Beispiel. Ich habe noch nie bald dran genommen. Okay, aber das soll sich ändern. Unbedingt. Aber was ist, wenn ich geil wäre wie er? Tschüss! Ich gehe! Tschüss! Die Sendung heißt, was gibt es Neues? Ich bin hier der Moderator. Ich stelle Fragen. Geht's mit dem Schmort zu Barbara Stöckl? Aber los, ein bisschen Frieden, ein bisschen Träume. Danke, wieder schon. Los, wieder her. Ich mag nicht mehr. Das ist, ich schau mir das einmal an. Das ist einfach. Das ist das gefällt Ihnen. It's been a hard day's night. And I've been working like a dog. Excuse me, Monsieur, was ist das Problem? Was machen Sie? Er ringt um seine Leber, ich muss ihn retten. Wir haben ein Problem, wir haben hier ein Problem. Ich liebe es, hier zu sein. Das ist ein Malteser Düsterbach. Oliver, ich mag das überhaupt nicht, wenn du da reinredst. Was gibt es Neues? Wir singen, was gibt es Neues? Was gibt es Neues? Signore, was gibt es Neues? Der Boss ist Oliver Bayer. Du, Rotlein, wenn du was polieren willst, bist du hier richtig, okay? Der geht uns allen auf die Nerven. Doch bei der heutigen Feier tun einmal wir in der Herden. Der Olle stellt uns die Frage. Geht schon.
Halt, falls mal gut. Ja. Oliver, ja? Ich hab dich total lieb. Was gibt es Neues? Wir feiern, was gibt es Neues? Muy bien, muy bien. Was gibt es Neues? Sing alle, was gibt es Neues? Und noch einmal. Was gibt es Neues? Wir feiern, was gibt es Neues? Danke schön. Danke schön. Wie geht das Herz doch? Und ich glaube, das ist echt. Wir haben ehrlich 15 Jahre lang miteinander Spaß gehabt. Beschämend. Ja. Für meine. Beschämend ja. Zu sehen. Pass auf. Weißt du, was ich das schön finde? Wenn oft Leute reden mich manchmal an und sagen, mei, ich schaue euch eine Sendung so gern, weil ich habe so eine Gaudi, bei den Deutschen ist immer so fad. Was ist der Unterschied? Und ich sage immer, die Deutschen wollen die Begriffe wirklich erraten. Ja. Stimmt. Also. Du hast recht. Vor ein paar Wochen war er großartig, aber der Guido Kanz war vor ein paar Wochen hier. Der hat sich wirklich bemüht. Gibt doch, du musst draufkommen hier. Das ist ein großer Fehler, ja. Also, gehen wir zurück in vor genau 14 Jahren. Das war die Sendung Nummer 20. So, wer war damals dabei? Schauen wir mal. Nia, das ist die Uli, der Wittersek, der Florian Schäuber und der Viktor Gerda. Der Fesche, ja? Ja, pass auf. Da gibt es aber von dir noch ein anderes Foto. Schauen wir noch einmal. Warte, weiter. Da schau, der Viktor. Schaut der aus wie er. Ja, du schaust immer noch gut aus. Ja. Vor 14 Jahren? Ja, vor 14. Nur die Brille hast du. Du schaust halt jetzt aus wie nach der Pubertät. Wahnsinn. Ja. Das schaut doch gut aus. Also, mir, Viktor und Uli waren dabei, Eva, Thomas war nicht dabei und wir haben damals gefragt, das ist ansteckend. Ja, ich war damals gerade erst mit der Matura fertig. Wir haben gefragt, was ist eine Anbahnungsbanane? Oh. Ui, aha. Ah. Ich glaube, der Viktor hat sie mir sogar gezeigt. Während der Show oder so. Das war aber irgendwas. Bitte du. Na, sorry, was denn? Na, war das nicht irgendwas mit Handel? Mit Handel? Na, Import, Export? Na, gar nicht. Na. Oh. Aber wie oft hört man das bei einem Restaurant oder beim Flirt, dass man sagt, du, wenn du mir jetzt deine Anbahnungsbanane zeigst, sage ich dir die Stehgurken. Ja, die Jugend! Ja, die Jugend! Oh, die Nerven, Teufel! Aber die Anfangsbanane hättest du ja du, wenn ich jetzt in der Anatomie richtig unterrichtet. Naja, die Banane ist ja krumm. Die Anbahnungsbanane ist, glaube ich, ein Weg gewesen. Ein Weg? Ja. Aha. Wenn irgendwas irgendwo hingeht, dass man nicht gerade geht, sondern man macht so eine Was war das? So eine Banane. Beim Film sagt man das manchmal auch: geh eine Banane. Das hast du schon damals gesagt. Das, ja. Ich schwör's, ich erinnere mich. Mhm. Ja. Ja, zum Beispiel bei Tarzan und Jane. Da haben sie es auch gesagt. Ja, greif die Banane, Jane. Ja. Ja. Aber du weißt... Greif die Banane, Jane. Genau, das war's. Greif die Banane. Daher kommt der Tarzan-Schrei. Der Tarzan-Schrei, ja. Ihr wisst aber schon, warum der Tarzan Tarzan heißen muss und nicht Bumsti. Weil der kann ja nicht sagen, du Jane, ich Bumsti. Übrigens... Dieser Witz war schon vor 14 Jahren, etwa 100 Jahre alt. Aber irgendwann wird es wieder modern. Ja, es ist wie mit deinem Zarkos. Es ist so peinlich, ich habe keine Ahnung, was ich damals gezeigt habe oder was ich gesagt habe. Kannst du nur einen kleinen Tipp, weil ich meine, es sind ja so. Der Tipp ist, es war schon einmal in dieser Sendung. Im Fußball sagt man ja auch nicht, wenn einer Flanke. Eine Banane, ja. Also eine nicht gerade hin, sondern einen Umweg. Aber man dachte, das ist das Gurke.
Pferderl im Fußball. Dann bananete ich eine Flanke in den Strafraum. Wenn man was anbahnen will, weil du gehst ja nicht. Ja, ja, wenn man was anbahnen will. Man will was anbahnen. Da bahnt sie was. Ja. Bei wem bahnst du jetzt? Zum Beispiel, ich möchte dir, das ist jetzt ein Klischee, Ausländer Drogen verkaufen. Okay. Ja. Nein, ich sag's nur, es hat jetzt nichts zu tun. Und jetzt geh ja nicht hin, ich würde ja nicht hingehen und sag, hey du, was ist, willst du Droge oder was? Nein, also ich mache eine Anbahnungsbanane, ich mache so. Das ist überhaupt, was? Ist überhaupt kein Klischee, ne? Nein. Der Ausländer, der einem österreichischen Medien schaffen, Drogen verkauft. Ja, sowas hat es in Österreich noch nie gegeben. Nie. Nie. Wir, ja, aber ja. Was verkaufen persische Drogenhändler? Safran und Koriander oder was? Pistazien. Pistazien. Musst du durch die Nase. Aber bitte, meine Damen und Herren, Sie haben jetzt gesehen, wie Fernsehen funktioniert. Oben hui, unten pfui. Oben Smoking, unten Gin. Wir allerdings haben Spitzenmännchen. Oh, du hast ja gar nicht geschaut. Ja? Wir? Ja? Da möchte ich jetzt aber mal wirklich sagen, Spitzenröckchen, das ist der Unterschied zwischen einem Moderator und einem Lustigen. Bitte. Ja? Ja? Ich habe nämlich, als man im Kostüm zu mir sagte, Nia, magst du nicht den ganzen Anzug anziehen? Habe ich gesagt, na, das unten sieht man eh nicht. Gab's dir auf? Ich trottel und bin auf. Mal dran gekommen. Aber so eine schöne Jeans, oder? Ja, super, ja, wunderbar. So, Anbahnungsbanane, kommen wir noch drauf. Stichwort, ja. Aber also, ich weiß, Stichwort. Ehrlich gesagt, damals 2005. Wir haben es jetzt nicht recherchiert, ob es die Anbahnungsbanane heute noch gibt. Stichwort PSK. Aha. Post? Mhm. Spar. Ah, oh ja, das ist da, wenn man steht, also ich meine nicht die Banane, sondern bei der Post, und dann da muss man ein bisschen weiter wegstehen, damit man die anderen, man muss in der Banane damit stehen, damit der Brief man nicht zu früh kommt. Oder? Weißt du, Schatz, in der was? Heißt, wenn ich bei der Post bin, stehe ich in einer Reihe, aber in keiner Banane. Ja, aber sie macht die Banane nein, ich weiß es, das ist die Anbahnungsbanane. Das ist die Anbahnungsbanane. Ich hab's mir gemerkt. Ja, sie hat's wirklich gemerkt. Ja. Was hast du gemacht? Ich hab so einen Sessel weggezogen, aber ich bin nicht reingefallen. Das ist richtig. Ich hab gewusst. Ja. Was hab ich denn aufgepasst? Ja. Was? Ja. Das sind die Tische, ja, an denen die Finanzberater Kunden besprechen. Ach so, diese schieren Tische. Ja, die sind so gebogen und da haben die Finanzberater können so Kundengespräche führen. Pass auf, offizieller Jargon, das ist also nicht nur irgendwie so ein kleiner Jargon unter Postbeamten, sondern das heißt offiziell. So. Aus dem Qualitätshandbuch der Finanzberater der PSK, ich zitiere, die Ablagetische, Anbahnungsbananen und Schreibtische haben stets aufgeräumt zu sein bei einer Privatsachen, Geschirr, Schuhe oder ähnliches. Das heißt wirklich Anbahnungsbanane. Ja. Wenn man austreten will, sagt man, entschuldigen Sie, wo ist denn die Austrittsmango? Wo ist denn die Austrittsmango? Na gut. Aber gibt es sicher nicht mehr. Geht alles übers Internet heute. Könnte sein. Krank. Die Sendung war genau ein Jahr alt. Da hat sich dieses Rateteam im Studio eingefunden. So, da, wen haben wir denn da? Eva, da warst du schon. Du warst schon so früh dabei. Thomas Maurer, Nia Gernot wieder dabei. Reischack. Und da. Und oder? Eva, schon, war die echt, die blonden Haare? Dass du ja, gefärbt und so, Extensions, so. Also nicht echt? Nein. Ja, okay. Glaube ich zumindest. Damals habe ich gefragt, wer oder was ist eine Sirup-Bande? Zum Beispiel meine Oma im Burgenland, ja, die sind immer nach Ungarn umgefahren, also einkaufen am Markt, und hat immer so, die haben immer Kiwi-Sirup für uns Kinder mitgebracht. Kiwi? 5-Liter-Kanister, und das muss von einer Bande gewesen sein, weil mit dem hast du Nagellack entfernen können. Also das war... So, man weiß ja, dass die Kiwi eine uralte ungarische Kulturpflanze ist. Aber gesagt, autochton, wie es jetzt gelernt haben. Ja, das ist ja klar. Wir haben Kiwi. Sirup. Die Sirup-Bande. Ich helfe euch. Das ist die historische Ansicht von New York aus den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts. Ja. Und da war sie tätig, die Sirup-Bande, die Molasses Gang. Sie war eine Gruppe junger Leute, die damals in New York gewirkt hat. Ja, also okay. Also es ist nicht das Tierwesen. Jetzt müsst ihr Sie haben ebenso wie
Alkohol geschmuggelt oder als Sirup verkauft, haben sie halt am Schiff diesen Sirup. Ja, das war nämlich das ist illegal nur Zucker, damals. Das ist nur Zuckersirup. Das hat nur mit illegal. Zucker zu tun. Das hat nur mit der reine Zucker. Ja, vielleicht war aber warum dann Sirupbande und nicht die Sugarband? Weil sie aus diesem Zucker, die hat schon gegeben, den haben sie gebraucht, um Sirup zu machen. Den haben sie gebraucht, um Rum zu machen. Aha. Um Alkohol zu machen. Ja, richtig. Wenn man zu viel Sirup hat, sollte man nicht zu viel Rum machen. Na, aber das stimmt schon. Das stimmt, gell? Ja. Das ist zusammen. Wir sind am richtigen Weg. Na? Überhaupt Na? Nicht. Überhaupt nicht. Wann war das? 17. Jahrhundert? Ja, das war die 70er Jahre des 19. Jahrhunderts. 70er Jahre, 1870. Ja, 1870. Die haben die Banken überfallen und gesagt, give me all your money oder wir beschütten sie mit Himbeersirup. Und die haben alle? Nein. Nein. Annähernd? Wir verwüsten ihr Lokal mit Pickerten. Und zünden sie an? Die Mafia macht Moment, 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 Moment. Die Mafia macht nämlich auch, das war sie so. Das heißt, glaube ich, in der Mafia Musteranschlag, du gehst zu jemandem hin und sagst, wissen Sie, das ist eine gefährliche Gegend, brauchen Sie keinen Schutz. Wenn der sagt, na, dann verbicken Sie das Türschloss mit Sirup eigentlich. Naja, aber das ist nicht. Nein. Dass man noch einmal hingeht und sagt, wir haben gehört, bei Ihnen ist das Sirup. Hat werde dir verbickt, brauchen Sie nicht doch einen Schutz? Ja. Und wenn du dann wieder nachsagst, zünden Sie das Geschäft an. Okay. Also das ist die Warnung sozusagen. Okay. Ja. Nein, ich glaube, die haben den Sirup bei den Autos in den Tank geleert. Damals in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts. Ja. In New York. Und du hast recht, Eva. Na, Juliet, na. Deswegen ist damals in New York kein einziges Auto mehr gefahren. Nein, ich habe es nicht mitgedacht, aber das ist etwas, was ich gerne mal machen würde. Wahrscheinlich. Ja. Aber das ist, der Banküberfall hat mir gut gefallen. Wir gehen weg von der Bank. Gehen wir in einen kleinen Laden, den man ja auch ganz gerne überfällt. Ja. Also, wir gehen davon aus, die Molasses Gang hat also Läden überfallen. Gut. Die Waffe war der Sirup. Wenn man so möchte, ja. Und sie haben es am Boden ausgeschritten, alle sind ausgerutscht und haben nicht ins... Sie sind am Sirup ausgerutscht. Man müsste sich das jetzt so vorstellen. Also das ist jetzt irgendwie, das ist jetzt ein Hut, ja? Also ja. Wir haben damals Hüte getragen. Ja. So gut, dann ist also einer reingegangen, ganz aufgeregt, gesagt, entschuldigen Sie bitte, also das musst du jetzt alles auf Englisch vorstellen. Entschuldigen Sie bitte, aber... Excuse me, please. Ja, excuse me. Bis jetzt kann ich mir's vorstellen. Ich habe gerade eine Wette laufen. Ich habe behauptet, da passt mehr Sirup rein in diesen Hut. Habe mit meinem Freund draußen gewettet. Können Sie mir bitte das Sirup reinfüllen? Hat ihm den Sirup bezahlt. Der Ladenbesitzer hat den Hut vollgefüllt mit Sirup. Eine Flasche, zwei Flaschen, was halt eine gegangen ist. Dann hat er gesagt, sehen Sie, jetzt habe ich die Wette gewonnen. Dann hat er dem Ladenbesitzer den Hut aufgesetzt. Der war so irritiert, geschockt und beschäftigt. Währenddessen sind die anderen einen haben den Laden geplündert und sind wieder abgezogen. Großartig. Und das war die Sirupbande, die Molasses. Das sind meine Augen nicht einmal ein Verbrechen. Oder? Doch herrlich. Wow. Frechheit. Wow. Ja. Sehr schön. Ja. Okay, aber es ist sicher. Ich stell mir vor, wie machst du deine Anzeige? Mhm. Gehst du zur Polizei und sagst, hört sich Folgendes. Der ist eine Kummer. Dann hat er mir einen Hut mit einem Apfelsirup aufgesetzt. Dann sind seine Freunde gekommen. Genau. Sie können Rick lecken. Sie können Rick lecken. Lecken Sie bitte. Ach, Beleidigung. Also, aber es ist interessant. Sirup. Ihr erinnert, jetzt, wo ihr die Antwort kennt, erinnert sie euch? Nein. Noch nie gehört? Nein. Weder an die Band, noch nie gehört. Nein. Okay. Ja, die. Ich war ja nicht das Problem, jetzt gerade ist, unsere Redaktion und unser Autor, die kriegen gerade den kalten Schweißausbruch, weil sie drauf kommen, sie hätten sich jetzt 15 Jahren nicht so eine Mühe machen müssen, immer neue Fragen zu suchen. Das ist der Testlauf für die nächsten 500 Folgen. In der nächsten Sendung, nach der Sendung war es schon nimmer mehr, um ehrlich zu sein. Wir haben eine Halbwertszeit von maximal 2 Wochen, oder? Da gab es Nachahmungen von dieser Sirup-Bande im Südburgenland. Ja, nur hat das Uhudler. Nein, die haben das, aber die haben einen Strohhut genommen. Hat nicht funktioniert. Ne? So, aber jetzt möchte ich es wissen, weil also nachdem ihr euch überhaupt nicht mehr daran erinnert, aus derselben Sendung, wo also Nia, Eva und Victor damals dabei waren, aus derselben Sendung, was ist ein Erleichterungsloch? Ja, aber jetzt. Sie können sich auch nicht mehr erinnern. Ne? Das ich habe damals sicherlich als erstes gesagt, Plumpsklo, habe ich sicher als erstes gesagt. Ich habe sicher Pudern gesagt.
Ich bin mir ziemlich sicher. Du hast, glaube ich, in diesen... Was wie oft habe ich eigentlich Pudern gesagt? Gibt es da eine Statistik? Wir haben sie noch nicht ausgewertet. Piep, piep, aber piep, 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 piep. Vielleicht beim Schlüssel. Wenn jemand getrunken nach Hause kommt und dann gibt es ein Erleichterungsloch, das ein bisschen größer ist als das Schlüsselloch selber, da kommt er leichter rein und drinnen ist das kleine Schlüsselloch und kann gut aufstehen. Aber wer sollte das kaufen? Wer geht zum Ikea? Wer? Aber entschuldigt! Wo gibt's das zu kaufen? Aber bitte, wir müssen eine neue Kategorie machen. Was ist noch zu erfinden? Das wäre doch eine super Find. Ja. Eines besoffen finden. Grüß Gott, ich hätte eine Bitte. Ich bin normalerweise trocken und trinke nicht so viel, aber gelegentlich komme ich nach Hause und finde nicht das Schlüsselloch. Haben Sie ein Erleichterungsloch? Haben Sie ein größeres Loch? Ja. Aber weißt du was? Und dann sagt der Besitzer, nein, lass uns einfach offen. Sperr's nicht zu. Entschuldige, jetzt war es ein Erleichterungsloch, meine Nase. Aber deine Stimme wird von Minute zu Minute lustiger. Ja. Bleib noch ein paar Minuten, bitte. Bei der Hose vielleicht, wenn die Hose zu eng wird, dass es noch ein weiteres Hosenloch gibt, wo man sagt... Das war's doch, beim Gürtel. Ein Hosenloch? Beim Gürtel. Du hast Hosenloch gesagt. Nein, Gürtelloch. Gürtel. Gürtelloch. Nein, nicht Gürtel. Schau, ich habe eine Hose mit Loch. Du hast eine Hose. Ach so, das ist ein Knopfloch. Knopfloch. Ja, eine Hose hat prinzipiell einmal drei Löcher. Eins oben, zwei unten. Also. Ja, aber... Wenn du jetzt mit einer Laubsäge an... Aha. Nein, einen Luftröhrenschnitt machst, dann... Nein. Dass einmal der Druck draußen ist. Aber vielleicht wirklich. Wie heißt denn das, wenn man in die Luftröhre reinschneidet? Kann das bei mir bitte geben? Luftröhrenschnitt. Ah ja, danke. Ja. Ah, ja. Manchmal kann es so einfach sein. Tricky. Wäre aber schön gewesen, wenn es das Erleichterungsloch gewesen wäre. Oder ein Flugzeug, ein Ballon oder irgendwas, wo man was abwerfen muss, damit sich die Sache erleichtert. Ein Ding oder eine Flugzeugtoilette? Das sind schon geschlossene Systeme, soweit ich weiß. Die Zeiten sind vorbei, auch im Zug. Also das ist nicht mehr, das landet nicht mehr auf den Gleisen. Welches Jahr war das, die Frage? Das war dieselbe Sendung wie vorher. Das war vor 14 Jahren. Das war ein Jahr der einjährige Geburtstag, 2005 muss ich sagen. War da diese politische Correctness schon so in? Weil sonst war das politisch korrekt für ein anderes Wort, also für... Mhm. Du bist ein Erleichterungsloch, was? Ein Arschloch bist du. Bitte? Nia. Politisch korrekt für Arschloch. Weißt du? Warte, ich zeige euch das Auflösungsbild. Bitte. Ja. Padada. Das habe ich euch damals auch gezeigt. Wirklich? Schiffsbau. Der Schiffsbau. Das sind diese runden oder ovalen Löcher, die in Trägerstege oder Platten geschnitten werden, um das Gewicht des Schiffs zu reduzieren. Ah. Erleichterungslöcher. Ja. Ah, aber jetzt weiß ich's wieder. Da läutet was bei mir. Na, pass auf, da freu ich. Mein Handy. Okay. Das waren die Erleichterungslöcher. Bravo! Bravo! Na, das kann ich mir erinnern. An das kann ich mir erinnern. Na, bitte. An das kann ich mir erinnern. Das Ding der Woche, die erfolgreichste Rubrik, die wir in dieser Sendung kreiert haben. Und das ist auch der Punkt gewesen, wo sich Was gibt es Neues von anderen Sendungen dieses Formats abgehoben hat. In Sendung Nummer 4 gab es das erste, warum lacht sie? Naja, weil, wo willst du es auch sonst noch machen? Bei den Nachrichten. Nein. 7-2. Zip 2, der Armin Wolf. Ja, meine Damen und Herren, ich weiß jetzt auch nicht genau, was könnte... Herr Kickl, ich habe ein Ding der Woche für Sie. Können Sie es identifizieren? Ja, es gibt doch verschiedene Formate. Man hat uns ja damals 2004 vorgeworfen, wir würden das aus Deutschland importieren. Ja. Aber die hatten kein Ding der Woche, haben es bis heute noch nicht. In Sendung Nummer 4 gab es das erste. Und ab Schaß haben alles wir. Ja. Ab Sendung Nummer 8 war es dann ein unverzichtbarer Fixpunkt in jeder Folge und hat für wirklich sehr viel Erheiterung gesorgt. Schauen wir mal zurück auf 15 Jahre Ding der Woche. Okay. Ich freue mich sehr auf meine Lieblingsrubrik.
Ha, das Ding der Woche. Das ist Plastik. Mehrschichtig verleimtes Holz, Blech. Wahnsinnig sinnlos. Das eine ist rosa, das andere ist grün, das sieht aber jeder. Ich habe schon wieder die Befürchtung, du kannst das brauchen, Olli. Ja, das ist leider vollkommen richtig. Naja. Ich hab's jetzt schon lieb. Von den 3820 Dingen der Woche, die wir bis jetzt hatten, hast du bei 1325 gesagt, die nehme. Wenn ich dieses Ding der Woche vor 38 Jahren gehabt hätte, dann hätte ich mir eine dramatische Kindheitserfahrung erspart. Penisverlängerung. Du machst es dann halt auf, das haben wir eh gesehen, wie das geht. Ne? Das brauchen wir uns jetzt nicht nochmal anschauen. Meine Damen und Herren, das Klumpert der Woche. Das gefällt uns nicht, Oliver. Akzeptier es doch einfach. Ich akzeptiere das nicht. Das ist ein geniales Ding der Woche. Das ist genial. Ich hab Durst. Aber hallo. Und schon ist ja, ich schieße ihn dir vor den Latz. Backen. Spaß. Yes. Das nennt man Spaß für die ganze Familie. Ich muss jetzt rebeln. Und ich hoffe. Machen Sie eine typische Handbewegung. Das ist so läppisch, das ist großartig. Nein, drehen. Drehen. Ja, drehen. So rebelt ja. Man. Ja. Ziel 19, 3. Weißt du, wenn ich dich so sehe, wenn du es da so in den Mund tust, ich freue mich so auf die Auflösung. Ja, eine Orangenpresse! Ja! Und dann kann man bequem aufwischen. Ganz bequem aufwischen. Hast du es getrunken? Na, ich glaube, der Einsender hat uns das aus seinem Betrieb geschickt. Tschüss. Weißt du, wo du dir das ausgedrückt hast? An der Spitze einer Schweinebesamungsanlage. Ich gratuliere dir, Victor. Oh. Würde ich es brauchen, würde ich es nehmen. Na los, na los, der Zeiger ist halt doch eher unser Land. Na bitte, geht doch. Die sind aber schön und die kaufe ich jetzt und so. Verstehst du? Ein Ohrlöffel. Ja, der Oliver kann alles tragen. Ist wirklich mach ich es trotzdem nochmal. Ja, mach's nochmal auf. Aber pass auf, die Kugeln sind wirklich ja? Heimtückisch. Die sind rund. Wenn dir, ja, nein, die sind so. Wenn dir die davon laufen, dann hast du. Ah, das ist so weich. Ja! Ich hab's gewusst. Das ist genau die Katastrophe, die ich vermeiden wollte. Jetzt können wir abbrechen. Danke, das war's. Die Sendung ist hin. Schalten Sie ab, gehen Sie rüber, ORF 2. Also bist du eine Strebsau. Was Strebsau? Da kommt das Ding der Woche zum Tragen. Hier, Alter. Da, bitteschön, da ist der Schuh. Dann Schuhlöffel. Und habt ihr das gesehen? Das ist das lächerlichste Ding der Woche, das ich je gesehen habe. Ja, haben Sie es gesehen? Du kannst uns den Schuh auch aufblasen. Das ist super. Das sind Dinge der Woche, die die Welt braucht. Quite funny. Ich meine, es ist natürlich jetzt wahnsinnig schwer, nach diesem Zusammenschnitt jetzt irgendwie das noch zu toppen, aber vielleicht schafft es es. Das ist eine Sensation. Das aktuelle Ding der Woche. Ja, das ist, das haben wir noch nie in der Sendung gehabt. Das ist wirklich neu. Also das ist halt das Erste, was wir neu fragen. Bitte, schön, Insert. Und dann zeige ich Ihnen mal kurz, wozu es dient. Ja. Mhm. Ja. Und dann, Victor, schau mal, was dabei rauskommt. Okay. Das ist kein Schweinebesamungsgerät. Dann kann ich einen Mund nehmen. Ja. Who knows? Das ist von der Firma Leo. Sure. Was immer das zu bedeuten hat. Mhm. Leo, der Löwe,
Löwe. Löwe. Das ist, wenn ein Löwe, in der Nacht spazieren geht, das ist reflektierend. Ja. Das ist eine Stirnlampe für Löwen, die in der Nacht in der Stadt spazieren gehen oder auch am Land. Ich will ja, nein, man soll die jetzt in den Zeiten... Und wer setzt das dem Löwen auf? Die Löwin! Die Löwin! Die Löwin! Hat ja einen Klettverschluss, das ist leicht, das kannst du. Ja. Sagt Leo, halt still. Und dann. Spür mal den Löwen. Okay. Ja, spür den Löwen. Wo kann man das hin? Man kann es wahrscheinlich über den Kopf geben, oder? Ja. Sicher. Vielleicht in engen Räumen. Wenn du im Stehen. Vor ein schönes Party-Accessoire, glaube ich. Wenn du im Stehen einschläfst, was? Ja. Genau. Das ist der Oder wenn man vielleicht, wenn man ein Kreativer, also ein Autor, gerne FKK-Urlaub macht, damit man irgendwo den Kuli hingeben kann. Na, aber du schaust irgendwie ein bisschen aus wie der Herr Doktor. Herr Doktor, ich habe so Schmerzen. Weißt du, hast du so, das hat irgendwie cool ausgeschaut. Machen Sie sich frei, der Herr Doktor kommt. Ja. Legen Sie Ihre Kleider einfach über meine. Kann man? Oh Gott! Ja. Ja. Bitte schön. Was macht ihr jetzt? Na, ich sehe ja auch nichts mehr. Ach so. Sonst gibt's mir, kannst du erklären. Da ist nur so eine Ritze, man kann es nicht aufmachen, gell? Nein, nicht wirklich, das ist nicht dafür geeignet. Nein, das ist tatsächlich so, wie es der Viktor... Aber es ist nicht reflektierend, dieser altrosa Teil. Ich glaube nicht, dass aber es viel könnte nachdenkt. Das sein, weil es ist mit Klettverschluss, das heißt, es muss größenverstellbar sein. Man kann es aufs Bein, glaube ich, auch. Ja, ja, man kann es. Wenn du dicke Oberschenkel hast, damit die nicht aneinander reiben... Die du ja nicht hast. Ja. Ach, geh an, damit man sich nicht den Wolf tanzt. Genau. Der Wolf. Ja. Der Anti-Wolf. 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 Ja. Nein. Nein. Aber nein, es ist, du hast es schon, man kann es dort tatsächlich anbringen und dadurch ist es auch wirklich größenverstellbar. Aber es dient nicht dazu, um nicht den Anti-Wolf dann. Okay. Ich habe aber ich würde zum Oberschenkel anbringen. Ja, bitte bring es. Aber du hast ja dann ein Ballkleid an. Ja, mach ja. Soll ich das machen? Ich mach's gern. Du vor. Also bei dir. Dann mach einmal. Du kannst es wirklich gerne machen. Es ist dafür gedacht. Ist es für den Oberschenkel? Auch. Auch. Du kannst es bei mir oder beim Stipperl anlegen. Da würde ich es, glaube ich, da machst du es selten. Eher bei der Eva. Nein. Bei der Gurgel. Ach so, ja, beim Stipperl. Entschuldige mich. Ist zum Knien. Aber nur zum man bringt es am menschlichen Körper an. Ja, definitiv. Thomas. Warte mal. Na, wo bringst du es denn jetzt an? Ich probiere es am Knie. Ich habe meinen menschlichen Körper schon also lange nicht angebracht. Wenn du der Bub vom Andreas Gabalier bist und Scheitel knien musst. Oh, das wird tut's kaputt. Mehr weh oder? Ich glaube, es wird kaputt. Wenn du was spachtelst, tut es mehr weh oder weniger weh? Das, wie spachtelst denn du? Na ja, so halt. Es kommt drauf an, was man spachtelt. Also. Ja, also. Du hast einmal den Oberschenkel. Oberschenkel, ja. Ja, ja, so wird's jetzt, so, genau so wird's angebracht. Ich glaube, ja. Ich habe eine Idee. Oh, damit das Messer besser hält. Ja, aber wofür brauchst du denn dann diese Idee? Ich habe eine Idee, wenn du Drogendealer triffst. Ach so, das ist ja da verstellbar. Ja. Gut erkannt, aber du sagst mir noch nicht, wofür es ist. Nein, es ist. Aber ich meine, allein das ist schon. Nicht so lange, dass du das erkannt hast. Wenn du so ins Schlafzimmer kommst. Da kannst du sagen. Tipperl, das kann man zum Verführen nehmen. Das tust du einmal da her und sagst, nein, du darfst nur links noch da hin. Warte mal, schau mal. Für Menschen, rein. Die sehr schnell blaue Flecken kriegen, lande ich noch einmal. Ja. Wenn du im Plenar, so im Parlament, 10 Stunden hucken musst. Ah ja. Kannst du anlehnen. Oder wenn der Mann von Welt, wenn er so wie du aufgemarschelt in einer Bar geht oder ja. So. Das ist einfach cool, da sitzt also er einfach. Warte, ich bin auf. Oder wenn es ein Computer wäre, oder wenn du irgendwas da abstellen musst, damit die Kante nicht aber so geht. Aber jetzt einmal was anderes. Was ist, wenn du es dir um den Oberarm gibst? Also ich habe eine Idee, aber ich... Ja, sag einmal, jetzt geht es sich zum Oberarm. Wie erklärst du mir jetzt die Funktionsweise des Dings der Woche mit dem Abstützen, wenn du es da oben hast? Warte, das haben wir gleich... Ah, das ist... Ah, das ist ein Blutdruckmesser. Oder es ist doch auf der...
Ein Blutdruckmesser für Hypochonder. Oder es ist doch da. Ja. Ja. Da schreibt man hinten auf mit dem Füllstift 120, 80, damit der Ruhe gibt. Und Leo. Vielleicht ist es doch auf der Stirn. Es ist ja türkis. Warte, Moment. Es ist vielleicht für den Sebastian Kurz. Das ist ein Sebastian Kurz, alter, ich pack's nicht, Buffer. Immer wenn bei der FPÖ irgendein kommt, sagt er, na geht die schlechte her. Und weil das so oft passiert, macht er den Buffer. Na geh. Ja. War's das? Weißt du's? Weiß ich was? Ob du weißt, was es ist? Nein, wolltest du nur wegnehmen? Ich glaub, nein, das, beim Tauchen ist es nicht. Nein, sag ich mal, was willst du machen? Die aggressiven Zander und Hechte weg. Oder für moderne Piraten. Bitte, Nia, mach mir den modernen Piraten. Ja, eins über ein Auge. Den modernen Piraten, bitte. Aber modern? Naja, klar ist modern, das ist eine App. Das Captain Iglo. Piraten-Tinder. Da kannst du schon. Nein, der könnte man nicht. Aber was ist das da drauf? Ist was keins. Da ist was drauf. Ich möchte wissen, was da drauf ist. Was ist drauf? Das da? Das war auf mir drauf. Na, ja, das war, aber was ist das da? Ein Löwe vielleicht ist doch im Tiergarten. Nein, am menschlichen Körper. Ja. Nein, was im Tiergarten? Was macht im Tiergarten damit? Naja, um einen Oberschenkel schnallen. Von den Löwen? Aber ich glaube, ja, Uli, der Löwe beißt es durch. Glaubst du echt? Ich glaub, ja, aber der Löwe mag dieses Türkis, Altrosa nicht. Das ist eine totale... Meinst du jetzt mich? Löwe. Nein, das, nein, das Teil. Das aber es schützt, es hat irgendwas Protektion, muss es. Nein, na, es hat nicht. Es hat Protektion. Nein. Wie glaubst du, hat es sonst in die Sendung geschaut? Muss Protektion haben. Ich weiß, was er. Das ist ein Cousin vom Brabitz. Vom Leo. Leo, der Leo, der Cousin vom Brabitz. Leo. Aber das ist ja so weich und gibt nach. Ja. Das ist der Brabitz auch. Schön. Ich muss mich korrigieren. Das war nicht unsere 500. Das war unsere letzte Sendung. Verabschiede mich. Wiederschauen. Ach Gottchen. Du selber verwendest es. Und ihr habt es schon richtig verwendet. Am Oberschenkel oder da. Am ich verwende Oberarm. Es, Moment. Nein, du verwendest es nicht. Du verwendest es nur, wenn du das brauchst. Wann brauche ich es? Ich habe das noch nie gebraucht. Um Mikrofone anzuklippen. Aber nein. Mikrofon, also aber die Sender. Was ist das da? Das ist das sinnvollste Ding der Woche. Wir haben uns das wirklich für, für die 500. Sendung. Sehr sexy. Ich bin so schmalpig da. Mir passt nicht. Ja, das haben wir immer gewusst, dass der Nia nicht stärker gebaut sind als du. Ich kann das nicht anbringen. Noch okay, pass auf. So. Jetzt ist es so. Also angenommen, ich möchte mir einen Thrombosespritzer setzen. Aber, nee, das möchte ich nicht. Nein, aber muss, möchte ab und zu sein. Oder muss ab und zu sein. Oder ich meine, du musst vielleicht Insulin spritzen und du hast dir noch nie selber eine Spritze gesetzt, weil du immer zum Arzt gegangen bist. Dann sticht man da rein. Nein, das nutzt nicht. Nein, du musst einmal unter Ärzte. Ich weiß nicht, meine Zuckerwerte ich. Du musst üben. Ach so, wirklich? Wie setzt du dir eine Injektion? Wow. Und dafür gibt es dieses Ding der Woche. Es ist ein Injektionstrainer, damit du also quasi dich nicht einmal so testweise selber unnötig stechen musst, dass du das Gefühl bekommst, wie du reinstichst, in welchen so Winkel. Ich habe immer da mit dem Gürtel den Oberarm abgebunden und habe dann so. Du fährst so mit dem Zeher. Deppert. Ja. Wieso sagt man das früher? Früher. Beim Musical. Ja. Ein Injektionstrainer. Ich glaube, das kommt in der Drogenszene sehr gut an, wenn alle. Warte, ich übe noch ein bisschen. Oh, Herr Das ist jetzt ganz wichtig.
Wir haben dieses Ding zugeschickt bekommen von Herrn Dr. Thomas Erhard aus Weidhofen an der Theia. Moment, Moment, ich möchte was dazu sagen. Er wünscht sich ausdrücklich, dass der Büchergutschein dem Verein Ärzte ohne Grenzen zugutekommen möge. Achtung, es ist nämlich so großartig, dass wir zur Feier des Tages gesagt haben, na dann verdoppeln wir. Dankeschön, ja, Dr. Thomas Erhard aus Weidhofen an der Theia. So, jetzt haben wir fast alle Rubriken durch. Zum Abschluss unserer Sendung haben wir immer, Sie werden es wissen, die Promi-Frage. Und in diesen letzten 15 Jahren haben uns ganz, ganz viele österreichische Prominente durch diese Sendung begleitet. Schauen wir mal zurück. Guten Abend, liebes Rateteam. Sehr verehrte Zuschauer von Was gibt es Neues? Meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Late-Night-Lustige. Hochverehrtes Publikum, liebe Kinder, hereinspaziert. Ja, einen wunderschönen guten Abend von meiner Seite. Apropos, jetzt zu den wichtigeren Dingen im Leben. Ich habe jetzt eine Frage. Tausende Österreicherinnen und Österreicher haben an diesem großen Ereignis mitgewirkt. Ich freue mich da schon sehr drauf. Es geht in der Frage auch um eine Maus. Das Ganze hat natürlich einen sehr interessanten Hintergrund. Wir schauen uns das natürlich auch im Fernsehen an. In unserem Fall kommt ja nur der Horrorfilmaspekt dazu. Und jetzt bitte ich die Kollegen Vorsicht bei euren Assoziationen. Daher Frage. Wer von uns ist Stiermann? Und wer ist Christian? Das muss doch irgendjemand wissen. Weiter, hier kann man mir nicht weiterhelfen. Darf ich daher die Frage an euch weitergeben? Ja, danke schön. Ja. Danke an alle Künstlerinnen und Künstler, die uns 15 Jahre lang mit ihren Fragen unterstützt haben. Und jetzt ist natürlich schwer. Für die 500. ist natürlich schwer. Wenn man schon also die gesamten Spitzen hatte, der österreichischen Kunstszene und sonst was Szene. Wer kommt jetzt, der Elvis? Wer kommt jetzt? Nein, jetzt musst du natürlich ganz an die Spitze. Ja. Jetzt mussten wir an die Staatsspitze. Und es ist mir eine wirklich große Ehre und Freude, den Bundespräsidenten persönlich für unsere 500. Ausgabe um die Promi-Frage zu bitten. Als erstes einmal eine ganz herzliche Gratulation zum runden Geburtstag sozusagen dieser Sendung. Wenn eine Sendung über so viele Jahre läuft und sich so große Beliebtheit erfreut bei den Zusehern und Zuseherinnen, dann muss man schon sehr viel richtig machen. Also ich gratuliere. Meine Frage heute ist eine angemessen präsidentielle. Nämlich ein amerikanischer Präsident, nicht der aktuelle, sondern Präsident John F. Kennedy, hatte auf seinem Schreibtisch eine Kokosnuss liegen. Eine Kokosnuss. Wisst ihr warum? Zu welchem Zweck? Wozu? Das ist übrigens auch eine Frage, die wir in noch keiner Sendung hatten. Das heißt, ihr startet jetzt unter gleichen Bedingungen, okay? Und der Stipschitz kriegt einen Nervenzusammenbruch. Weil du es weißt? Nein, ich habe das schon einmal gehört, wo. Aber, ich aber vor allem die Frage ist endlich beantwortet, ne? Ja. Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss gekauft? John F. Kennedy! John F. Kennedy! John F. Kennedy hat die Kokosnuss gekauft! Ziehen wir dann immer die Jackie. Mhm. Jackie. Jackie, ja. Jackie. Jackie. Und die Kinder. Ja. Und die Jackie war ja noch viel ehrgeiziger als der ganze Kennedy-Clan. Mhm. Und hat immer überprüfen wollen, ob er eh arbeitet. Sagt er, du brauchst nicht dauernd reinschauen, kommen ins Büro. Ich arbeite wirklich die ganze Zeit. Und er hat regelmäßig mit der Kokosnuss so gemacht, damit sie glaubt, dass er Dokumente abstempelt. Aber eine Frage, hat sie geglaubt, dass er bei der Post arbeitet? Danke. Das ist gut. Das ist gut. Da gibt es ja den berühmten 5 Präsidenten der Kokosnuss. Ja. Der Präsident hat die Rede damals nicht gesehen. Ich bin ein Postler, hast du nicht gesehen? Ich bin ein Postler, genau. Aber manche haben ja so Memo-Wände, mit, dann sind sie so Pin, so wie heißt das, Post-its, damit sie nicht vergessen, was sie noch tun müssen. Er hat die Kokosnuss gehabt, damit er nicht vergisst, Kuba-Krise. Kuba-Krise! Entschuldigung, na, geht schon los mit der Verwüstung. Das ist ja später rausgekommen, so massive Rückenprobleme. Ja. Vielleicht hat er die Kokosnuss verwendet, um. Also ja. Triggerpunkte für Triggerpunkte. Ja, dann nimmt man aber auch einen Tennisball, deshalb hat er die Rückenprobleme gehabt. Ach so. Das hat ihm auch, die Rückenprobleme haben eigentlich das Leben gekostet. Weil er so ein Korsett getragen hat. Ja, bei dem Attentat hat er sich nicht, weil oh er so... Oh mein Gott. Genau, ja.
Und er war ja Spitzensportler zu seiner Zeit. Er war der amerikanische Meister im Seitensprung. Ja. Aber wie ihn unter anderem natürlich, also diese Rückenprobleme das Leben gekostet haben, hat diese Kokosnuss einst John F. Kennedy das Leben gerettet. Weil er sie beim Schuss irgendwie beim ersten dort so hingehalten hat. Ich glaube nicht, dass die Kokosnuss so massiv ist. Na, vielleicht am Pfeil und Bogen. Aber man sagt ja, es werden mehr Leute von einer Kokosnuss erschlagen, als von einem Hai angegriffen. Das ist richtig. Ja. Ist es wirklich wahr? Ja, das ist wahr. Ja. Vielleicht wurde er von einem Hai angegriffen. Und der wurde von einer Kokosnuss erschlagen. Toll, das ist toll. Da war so der Bau. Ja, das ist toll. Schöne Geschichte, aber... Sie hat ihm wirklich das Leben gerettet, die Kokosnuss? Sie hat ihm das Leben gerettet, ja. Ja, vielleicht ist die Kokosnuss runtergefallen vor ihm und da war eine Schlange und hätte... Die ist weg und wer die Kokosnuss und hat sie den Security Agent getötet und er sagt, Marc, das war jetzt aber wirklich knapp. Ja. Er hat ja nicht so einen Segelunfall gehabt. Vielleicht hätte es mich ein Segelunfall. Oder war das der Cat Stevens? Was wolltest du denn? Knapp daneben. Der John Denver, oder? Ja. John Denver. Also ich gebe jetzt noch eine, er hat, also die Kokosnuss hat nicht so quasi von sich aus ihm das Leben gerettet, indem sie im rechten Moment irgendwo runtergefallen ist und irgendwo getötet hat, was für eine Bedrohung für ihn gewesen wäre, sondern er hat mit der Kokosnuss etwas gemacht, was ihm in weiterer Folge das Leben gerettet hat. Ein Fenster eingeschlagen, damit er flüchten konnte. Weil der Ehemann Welches Fenster auf dieser Welt kannst du nur mit einer Kokosnuss einschlagen? Ich von einem Löwen angegriffen worden. Löwen. Mit der Kokosnuss dem Löwen so eine auf die Stirn geschaut. Der ist ohnmächtig geworden. Und ja. Und wo ist das passiert? Hinterstirn. Im Weißen Haus nehmen wir mal an, nicht. Nicht im Weißen Haus? Zoo. Im Zoo vom Weißen Haus. Aber er war irgendwo auf Staatsbesuch. Er war Zoo vom Weißen Haus, wo jetzt der Orangutta ist. Nein. Er hat ein Fenster eingeschlagen. Wenn du so ein Gesicht machst, hat John F. Kennedy ein Fenster eingeschlagen. Du machst immer so ein Gesicht, wenn John F. Kennedy ein Fenster eingeschlagen hat. Er hat ein Fenster eingeschlagen mit der Kokosnuss. Es kann sein, dass John F. Kennedy ein Fenster eingeschlagen hat, aber... Warum? Nicht mit einer Kokosnuss. Und vor allem nicht mit der Kokosnuss. Okay. Okay. Nein. Ach so. Warte mal. Bitte, ich weiß irgendwie mit der Mafia. Hat es was mit der Mafia zu tun? Weil eigentlich berühmtes Mafia-Mitglied. Sam Giancana hat doch... Momo Giancana war der beste Freund von Frank Sinatra. Ja. Und der Frank Sinatra ist zum Sam Giancana gegangen und hat gesagt, bitte schaut, dass der Kennedy Präsident wird. Dafür lassen die euch in Ruhe. Okay. Und der Robert Kennedy hat ja das dann gebrochen. Gut, kurze Frage. Wo ist die Kokosnuss? Ich habe mir den ersten Teil überlegt, jetzt sind die ohne Kokosnuss. Ich habe mir gedacht, wir finden es da irgendwo. Deine Kokosnuss. Dann erlöse ich euch. Oder besser gesagt, unser Bundespräsident Alexander Van der Bellen erlöst uns und verrät uns, wie eine Kokosnuss John F. Kennedy seinerzeit das Leben gerettet hat. Oh. Der Hintergrund dieser Geschichte ist der folgende. Krieg 1943. Kennedy ist Mitglied eines Schnellboots. Das Boot geht unter, aber er kann sich mit einigen Kameraden verletzt an Land retten. Wo ist die Kokosnuss? Er nimmt eine Kokosnuss, ritzt einen Hilferuf ein und bittet zwei Einheimische, diese Kokosnuss zur nächsten Militärbasis zu bringen. Und der Plan geht auf. Er und seine Kameraden wurden gerettet. Dann hat er nachher, als er Präsident war, diese Kokosnuss konservieren lassen und sie zur Erinnerung auf seinem Schreibtisch platziert. Zur Erinnerung an den Krieg, an den gewonnenen Krieg, an das Erlebnis, an die Hilfe der Einheimischen. Toi, toi, toi für die nächsten 500 Sendungen. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Das war jetzt ein Staatsauftrag, ein Auftrag von der Staatsspitze. Auf die nächsten 500. Ich erinnere mich. Ja, du erinnerst dich? Jetzt,
Ja, und die beiden Einheimischen, der eine geheißen Freitag und der andere Herbert. die da losgeschickt hat. Ja. Also, jetzt kenne ich die Geschichte wieder. Ja. Ah, danke für diese wunderschöne Sendung. Danke sehr für gerne, wir kriegen gezahlt dafür, du musst ihn. So? Danke auch für die 499 Folgen davor. Ihr seid ein großartiges Rateteam und das gilt nicht nur für euch fünf, die heute hier sitzen, sondern für alle, die hier schon an diesem Tisch gesessen sind. Danke an Sie hier im Saal, bei Ihnen zu Hause. Jetzt das große Finale. Wer wird getortet? Ist die echt? Die schaut aus wie Nein, ist die total echt. So, pass auf. Normalerweise haben wir dann immer ein Feuerwerk. Ja, wir haben uns gedacht, heuer zum 500. machen wir selber das Feuerwerk. Wir müssen selber brennen. Wir brennen die. Pass auf, ihr seid instruiert worden, wie das geht. Wir sind instruiert. Wir wollen einmal nämlich die Leute mit dem Feuerwerk beglücken, die es auch wirklich verdienen. Keine Bange. Nein, keine Bange. So, in diesem Sinne, danke für Ihre Treue, danke für 500 Folgen. Auf die nächsten. Zählst du ein? Ja, Achtung. 1, 2, 3.